Fremdhundebegegnung live. Hey, hey, hat gerade einen kleinen Hund da hinten gesehen, der kam gerade hierher. Okay, darum geht es aber heute nicht, sondern heute geht es darum, am besten, ihr kauft eigentlich gar keine Hunde mehr. Ja, ich habe heute ein sehr wichtiges Thema wieder, wo ich drüber sprechen möchte mit dir, und zwar Hund vom Züchter, Tierschutz, Welpenhandel und so weiter, was da so passiert mit dir, diese ganzen Vorwürfe und so weiter. Das ist ein spannendes Thema eigentlich, worüber man sich mal unterhalten sollte. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Ja, ihr Lieben, ich bin Steve Kaye, Hundetrainer. Wisst ihr ja, heute ist endlich mal warm. T-Shirt-Wetter, richtig cool. Ich habe Hey Hey mit, wir sind hier bei uns im schönen Friedenspark. Und ich habe gedacht, dass ich heute mal ein Video drehe, mal so ein bisschen über eine Sache spreche, ein bisschen mit euch interagiere. Also ich freue mich, wenn ihr unter das Video heute mal einen Kommentar da lasst und einfach mal eure Story so ein bisschen schreibt. Was habt ihr für einen Hund? Vom Züchter, Tierschutzhund aus dem Ausland, habt ihr in die Falle getappt und einen Hund von einer Welpenmafia, also aus dem Ausland, irgendwo vom Parkplatz geholt oder wie auch immer. Es hat auch Gründe, warum ich heute darüber sprechen will, weil mich so einige Sachen so ein bisschen stören. Zwei Sachen, aber dafür setze ich mich jetzt erstmal auf die Bank, weil da kommt gerade jemand, ich muss mal ein bisschen Platz machen. Ich setze mich auf die Bank, das ist gemütlicher. So, hey, hey, willst du eigentlich mit hoch oder willst du unten bleiben? Bleib unten. Es gibt zwei Gründe. Und zwar einmal hat es ja vielleicht der ein oder andere von euch gesehen, gab es im Fernsehen ja diesen coolen Bericht von unserem bekanntesten Hundetrainer hier in Deutschland, der gute Martin, diese Welpenmafia, dieser Welpenhandel im Hintergrund. Und für uns Trainer, die da seit Jahren in dem Bereich sind, ist das ja nichts Neues, aber trotzdem wühlt es natürlich nochmal auf und lässt so ein bisschen so darüber nachdenken nochmal. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich hatte das auch schon mal bei Instagram und auf Facebook bei einem Post geschrieben, dass ich das sehr, sehr cool finde und im Endeffekt dem ganzen Team, der Redaktion und so weiter da auch danke, dieses Thema, da kommt Kinder mit dem Ball, dass man dieses Thema immer und immer wieder aufgreift. Und deswegen möchte ich auch ein Stück weit darüber sprechen, weil oft die Menschen dahinter, es gibt halt zwei Stories, ja, und ich finde das wichtig, dass man darüber sprechen muss. Und deswegen hoffe ich, dass du heute mal deinen Kommentar da lässt, wie du das Thema eigentlich auch siehst, weil es gibt immer die eine Seite, die auf die Welpenhändler so dolle schimpft oder auf die Züchter schimpft und immer alle leben immer nur so im Kosmos, und die anderen meckern immer über die Menschen, die das kaufen. Ich bin auch immer der Meinung, der Konsum, also der Konsument ist schuld, dass das eigentlich stattfindet. Und da würde ich dich ganz gerne, wie gesagt, bitten, wie siehst du das denn? Ich finde es immer sehr, sehr kritisch, und darüber will ich jetzt im Endeffekt auch reden, dass man diese Menschen verurteilt. Und aus einer anderen Perspektive, ach, das ist der kleine Hund wieder. Und aus einer anderen Perspektive, jetzt mal unabhängig vom, ich habe mir den falschen Hund gekauft mit der falschen Motivation und mit der falschen Absicht, weil ich mich einfach nicht beschäftige damit, haben wir auch Menschen, die ja gewisse Rassehunde sich holen, die von vornherein eigentlich keine gute Idee sind und dass das dann verteufelt wird. Wir hatten ja auch ein Video letztens, wo diese zwei Aussies zu sehen waren, wo auch einige drunter geschrieben haben, oh, die Hunde tun mir leid und wie kann man sowas nur machen und in der Wohnung und so weiter. Und das, genau diese zwei Gesichter meine ich. Also im Endeffekt geht es mir jetzt darum, warum müssen Menschen auf andere Menschen schimpfen, die einen Fehler gemacht haben? Weil wenn wir es mal runterbrechen wollen, na klar gibt es Menschen, die holen sich Hunde, die haben nichts in der Wohnung zu tun. Es gibt Menschen, die holen sich Auslandshunde, die haben hier nichts zu suchen und so weiter und so fort. Und ja, irgendwo habt ihr ja auch recht, aber ich finde es einfach nicht richtig, dass man dann gegen diese Menschen dann meckert, weil sie einen Fehler gemacht haben. Weil ich glaube, wir machen alle einen Fehler. Ich habe früher auch einen Fehler gemacht. Ich habe mir auch Hunde geholt, die günstig waren, weil ich damals einfach nicht viel Geld hatte, zum Beispiel. Oder weil ich einfach dachte, so ein zweiter Hund ist relativ easy. Und jeder macht doch irgendwo Fehler. Und ich würde heute einen Teufel tun und darauf schimpfen oder meckern, sondern eher versuchen, den Menschen irgendwo zu helfen. Und darum bitte ich dich vielleicht auch ein Stück, meckere doch nicht über den rum, wenn der sich einen Hund geholt hat für eine Wohnung, wo es vielleicht einfach eine dumme Idee war. Ja, aber es ist nun mal passiert. Wenn wir es nämlich mal ganz runterbrechen wollen, dann dürfte ja eigentlich so gut wie gar keiner einen Hund haben, und fast gar keine Rasse eignet sich für irgendjemanden.
Und das sehe ich eben nicht so. Man muss nur anfangen, anders zu denken, sich das richtige Wissen holen, anfangen, anders zu leben und sich seinem Hund irgendwo ein Stück weit anzupassen. Aber dieses Meckern auf diese Menschen macht keinen Sinn. Genauso ist es, der Konsument, der diesen Welpen sich irgendwo holt aus dem Kofferraum in irgendeinem Parkplatz. Natürlich ist das nicht richtig, aber es macht doch keinen Sinn, jetzt den anzugrölen, den im Internet irgendwie dumm zu machen oder irgendwie den zu kritisieren oder so, sondern eher mit Aufklärungskampagnen, mit vernünftigen, objektiven Texten zu sagen, hey, das ist doch krass. Wir müssen anfangen, da umzudenken. Wir müssen anfangen, das anders zu machen. Und genau darum geht es, weil die Menschen machen das ja nicht mit Absicht falsch. Klar, es gibt welche, die sind einfach beratungsresistent, die machen immer wieder einen Fehler, klar. Aber ich möchte eigentlich, dass ihr eher mal aus einer anderen Perspektive das auch betrachtet, bevor ihr loslegt und andere Menschen beleidigt, bevor ihr loslegt und Texte schreibt. Also wir staunen so oder so hier immer wieder bei uns auch im Team, wie viele Menschen uns ein Stück weit ja auch kritisieren, wie viel Zeit die sich widmen, um ihre bösen Kommentare rauszulassen. Also ich hatte ja schon mal so ein Video gedreht, darum soll es ja jetzt auch nicht gehen, also um uns oder so. Aber wie viel Zeit die sich nehmen, um andere zu kritisieren, obwohl sie gar nicht verstehen, was in der Welt des anderen los ist. Warum holt er sich so einen Hund vom Welpenhandel? Vielleicht hat er zu wenig Geld, vielleicht hat er wirklich keine Ahnung, vielleicht ist er leichtgläubig. Da gibt es so viele Menschen, die das machen. Warum holt er sich einen Aussie? Vielleicht haben sie gedacht, weil sie irgendwelche Liebhaberbücher gelesen haben oder weil sie wen in einer Familie haben oder irgendwo im Freundeskreis, die das alles verschönigen und so. Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, klarer zu reden, wie schwierig das ist. Wir müssen viel mehr aufklären und sagen, hey, das ist nicht so einfach, überleg dir das. Die Hunde waren mal für das und das geeignet und das ist nicht einfach weg. Ach, mein Schöner. Ja, und ich finde, darüber sollte man einfach sprechen. Ich finde, wir müssen viel mehr lernen, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Nicht auf diese Menschen immer nur zu schimpfen, sondern eher, ich sage jetzt mal, imaginär die Hand zu reichen, ein bisschen aufzuklären und zu sagen, hey, wenn du so einen Hund hast und du hast Probleme, hol dir doch Hilfe. Ja, so wie bei uns zum Beispiel. Kannst gerne zu uns kommen. www.hundetrainer-stevekeil.de und wir helfen dir und wir schimpfen niemals auf dich und sagen, ey, du bist doch bescheuert, wie kann man sich zwei Hunde holen, zwei Geschwister, wieso hast du nur noch einen vierten Hund und so. Keine Ahnung, warum du das gemacht hast. Es war vielleicht eine dumme Idee. Und jetzt müssen wir dir aber helfen. Darum geht es doch. Und das ist genauso mit diesen Billigwelpen oder Tierschutz oder so. Denkt einfach drüber nach. Jeder Mensch, der euch vielleicht beleidigt da draußen oder euch kritisiert oder so, nehmt euch das nicht zu Herzen. Die meinen das, glaube ich, auch manchmal nicht so ernst. Die leben nur in ihrer Welt. Und du musst ja auch mal verstehen, jeder verändert sich ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad im Leben. Was weiß ich, mit 18 habe ich auch anders gedacht wie mit 28. Jetzt mit 36 bin ich auch nochmal weiter gereift und denke auch über viele Sachen anders. Und darum geht es doch. Wir müssen, glaube ich, viel, viel mehr lernen, objektiv zu bleiben und einfach zu sagen, hey, wir helfen dir. Finde ich einfach, darüber sollte man nachdenken. Und mich ärgert das immer, wenn ich dann sehe, ja, wir sind die bescheuert, kaufen sich so einen Welpen da, ist doch klar. Und warum haben die so einen Hund in der Wohnung? Das machen Millionen. Millionen machen das. Und ich glaube, wir müssen immer und immer wieder da draußen erzählen, deswegen mache ich das auch heute wieder, bleib doch mal bei dir. Und wenn du was zu sagen hast, dann hau nicht auf die Vergangenheit oder auf das Jetzt und schimpfe und bohre, sondern reich einfach eine Hand, helf dem anderen, gib ihm einen Tipp, wo er sich vielleicht Hilfe holen kann oder schweige. Ja, okay, ihr Lieben. Denkt mal drüber nach. Ich hoffe, ihr kommentiert auch mal. Und genau, wir wollen jetzt gleich noch ein Video drehen, aber diesmal geht es um Hunde und Körpersprache. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.